Hi und herzlich willkommen zurück bei Leon X. Und boah, Alter, knallt der nicht. Ist warm, ne? Ja, der Wagen stand ja auch vorhin noch ein bisschen in der Sonne, darfst nicht vergessen. Und es ist warm im Allgemeinen, jetzt herrscht gerade ein kühles Lüftchen und es regnet auch ein bisschen, das ist ja gut, aber es ist noch immer noch so warm. Ja. Sind die Nächte bei dir auch so brutal? Also Nächte merkst du das. Ich finde die Nächte eigentlich angenehm, weil die kühl sind. Ja, ja gut, okay, aber ich finde, pass auf, bei uns, wir machen es mittlerweile so, wir machen alle Markisen tagsüber zu, ne? Ja. Wenn wir nach Hause kommen, der Erste, der da ist, checkt, ob es schon kühl ist. Wenn ja, machen wir alle Markisen auf, die Fenster alle aufreißen. Ja. Und ist zwar drin immer noch etwas kühler, aber dadurch, dass das Haus die ganze Zeit in der Sonne steht, hast du den gleichen Effekt. Ja. So, vor allem, wenn ich nach der Arbeit ins Auto steige und das Auto steht nun mal ganz darin, also wir haben keine Schattenplätze. Ja, dann ist... Ich muss dir vorstellen, ich fange um 8 an, um 10 ungefähr fängt die Sonne an zu scheinen. Und um Viertel nach 4, also um 16.15 Uhr, komme ich erst wieder zum Auto. Das heißt, das Auto hat bis dahin 6 Stunden in der Sonne gestanden. Ja, und das knallt dann rein. Das ist Sauna im Auto. Also auch noch to drive. Und da kommt die Hure wieder raus. Meine Sonnenbrille ist übrigens noch da. Okay. Die wollte auch kein anderer bis jetzt tragen. Außer ich? Die wollte kein anderer tragen. Sie will die immer wieder anbringen. Ich sehe ja wie so Power Ranger aus. Die Octai Rangers. Ich mach's mittlerweile auch so, für den Freitag pack ich mir mal ein T-Shirt rein. Ja, ist einfacher. Nee, weil wenn ich jetzt das T-Shirt von der Arbeit anziehen würde, ne? Ja. Dann würde ich dann voll schwitzen und dann mit dem ganzen, ich sag mal, Duftstoffen, die wir auf der Arbeit haben, die sich hier am T-Shirt festsetzen, ne? Ja. Dann hätte sie hier aber die reinste, wie nennt man das? Reinigung. Die Chemiekeule. Reinigung, ich arbeite nicht in Reinigung. Aber ich sag mal so, wenn du Metall drehst und da entsteht bei Hitze, ne, und das riecht man auch so ein bisschen. Und dann ist ja natürlich noch der Schlosser da, der die ganze Scheiße beim Schweißen ist und es riecht auch immer nach angebrannte Waffeln und so. Jetzt? Siehst du doch. Muss ich gar nicht, ist der neu errichtet worden? Die Säule steht ja schon länger, aber die haben die jetzt neu ausgerichtet. So, was gibt's Neues? Neues. CWD? Was? Was gibt's bei euch? Achso, wir haben jetzt Ultimate Chicken Horse angefangen. Wie heißt das? Ultimate? Ultimate Chicken Horse, also ultimatives Hühnchenpferd. Ja, was ist das? Das ist quasi so ein Jump-and-Run-Hindernisparcours, nur dass du dir den Hindernisparcours mit jeder Runde erweiterst. Nee. Sprich, jeder sucht sich einen Teil aus und fügt das dann hinzu. Ach so, ja, geil. Und dann kannst du zum Beispiel zusätzliche Wege machen, zusätzliche Fallen bauen, zusätzliche Hindernisse. Und das Geile ist, wir hatten einmal, war das eine Aufnahme? Ich glaube nicht, leider. Da hatten wir es einmal den Weg so zugebaut, dass wir gar nicht mehr nach oben kamen zum Ziel. Und wir konnten uns auch nicht umbringen, weil da keine Falle war, von der wir getroffen werden konnten. Da konnten wir dann nur so lange warten, bis der Stand bei B aufkäme. Und das Witzige ist, du spielst da halt, wie der Name schon sagt, Ultimate Chicken Horse. Also du kannst da ein Hühnchen spielen, ein Pferd, ein Waschbär und ein Schaf. Das sind die vier Standards. Ja. Aber mit der Zeit kommen auch mehrere andere dazu, zum Beispiel ein Chamäleon, Eichhörnchen, Hasen, Elefant. Und du kannst auch Klamotten für die freischalten und neue Level für die freischalten. Ich hab... Oh, soll ich die Spritze zumachen? Oh, ich habe jetzt vom Freund Assassin's Creed Syndicate abgekauft. Syndicate? Ja. 5 Euro. Das war nicht so mein Renner. Ich habe dir das auch gekauft, damals für PlayStation 4, aber das fand ich nicht so gut. Nein, ich finde das auch nicht so. Irgendwie nervt mich das in England die ganze Zeit. Nee, das war nicht mal schlimm. Ich fand das halt so scheiße, dass du immer wieder Charaktere wechselst und die ab und zu auch wechseln musst. Ja, ja. Und sprich, du musst dann ja zwei Charaktere unabhängig voneinander leveln. Das fand ich ein bisschen blöde. Das hast du bei den anderen Assassin's Creed nicht. Aber ich finde auch die Steuerung anders. Oder habe ich lange nicht mehr gespielt, dass die Steuerung dort ist? Die weicht in der Regel nur minimal ab.
irgendwie dieses, ich habe das Gefühl, früher konnte ich besser immer Parkour laufen. Und jetzt habe ich so Schwierigkeiten beim Parkour mit X und loslassen und so. Das, nee, ist das alles war immer mit X. Ja. Also ich habe jetzt auch Black Flag geholt, ne? Vor 2 Wochen oder so. Ja. Für PC. Ich finde immer noch der beste Teil von allen. Black Flag. Ja, finde ich. Meiner Meinung nach ist das der beste Teil von allen. Vielleicht, weil ich so ein kleiner Pirates of the Caribbean-Fanatiker bin und deswegen das Piratenleben so liebe. Kann sein. Aber das trifft einfach meinen Geschmack. Und das Spiel hatte ich noch, muss ich mal sagen, weil ich hatte das damals schon zu PS3-Zeiten und deswegen hatte ich das nach nur 4 Tagen durch. Krass. Also die Story zumindest. Jetzt warten halt noch die ganzen anderen Extra-Missionen. Gut, die Templer-Rüstung habe ich schon, die Assassinen-Rüstung auch. Ich habe schon, ich glaube, insgesamt 5 weiße Wale gefangen. Und eins der legendären Schiffe habe ich auch schon platt gemacht. Fehlen noch 4. Beziehungsweise 3, weil 2 sind ja doppelt vorhanden. Also 2 kämpfen. Aber bei Syndicate sind die Soldaten echt stark. Also diese blauen, ne? Das stimmt. Boah, Alter, die machen. Blaurücke, ja. Die Blaurücke. Die schwingen dir einmal mit der Keule, du bist dann betäubt, Alter. Und irgendwie kannst du da gar nichts machen, außer du hast die Waffe und schießt den mal ganz kurz ab. Aber das dauert auch irgendwie bei mir. Ich muss entweder leveln, dass die schneller schießt oder so. Also, ich habe ja nicht alle Teile gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe 1, 2. Ich auch, ja. Brotherhood. Ja. 3 habe ich gespielt. Nein. 4. Nein. Unity habe ich gespielt. Nein. Syndicate. Ja. Und Black Flag. Ja, das ist doch 4. So, ja, Black Flag ist der 4. Teil. Und dann war es das. Gab es die 2 von Black Flag? Freedom Cry meinst du? Da spielst du den Schwarzen. Achso. Ja, der ist ja vorher beim Edward auf dem Schiff Quartiermeister gewesen, ne? Ja. Und dann ist er zu den Assassinen gegangen und den spielst du in Freedom Cry. Sollen wir im Auto das lieber oder Ich weiß, das ist voll, ne? Ja. Aber guck mal, wie voll der Drive-In ist. Ja, deshalb. Was ist, wenn du das holst und ich komm mit dem Auto? Mit dem Auto. Im Auto, ja. Das Cake hat ja nicht so wie ein Döner oder so. Und ja, ich finde ja keinen Parkplatz. Guck mal, wie scheiße der parkt. Ja, das ist das Problem. Wir haben mir nochmal raus und so ist auch hier rein? Ja, hier kommst du rein eigentlich. Ich weiß nicht, sitzt da einer drin, hier in dem Auto? Nee, in dem weißen nicht. Oh, wunderbar, dann parke ich hier was auf. Krieg ich das hin? Aber da kommst du nicht raus, ne? Ja, ja, deshalb sag ich ja. Lieber warte ich im Auto und ist am einfachsten. Ja, pass auf. Kriegen wir hin. Nee, nee, ist wirklich besser für mich auch. Ja gut, okay, dann machen wir es so. Gut, vorsichtig? Ja, ja, ich bin vorsichtig, aber hier ist halt der Bordstein, ne? Ich möchte mir nicht die Felge kaputt machen. Ah, das kriegen wir hin, dann passen wir rein. Geschafft. So, dann bin ich zum Glück habe ich ein kleines Auto. Ja, mit einem SUV wäre schwer. Allerdings! Warte, ich gebe so. Boah, was ist das? Es ist so warm hier drin. Mach dir lieber das Fenster auf, ey. Nee, Assassin's Creed fand ich immer noch Black Flag am geilsten und danach den 2. Sommer. Also mit Ezio Auditore. Ja, der war geil. Audio. Ich glaube, das war sogar der erste Teil überhaupt, den ich gespielt habe und so ausprobiert habe, der 2. Ich fand ja auch die Spiele Prototyp geil. Kennst du auch Prototyp? Oh ja. Prototyp 2 war mein Lieblings. Ja, Prototyp 2, genau. Mit James Heller. Kannst du mir 4 Hamburger holen? Oh. Achso, die sind ja nicht groß, okay. Nee. Gut, dann mache ich und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, hoffentlich. Ciao. So, da bin ich wieder. Bist du schon fertig? Das waren 4 Minuten. Ich bin seit 4 Minuten wieder im Auto. Wo haben wir gerade eine Minute? Du bist fertig. Minute, ja. Alter. Ne, nicht nur, war ja ein Cheeseburger dabei. Ja, ja, ein Cheeseburger. Oh, cool, Hochzeit. Ja, Leute, läuft da nicht alle hier auf der Straße. Ein bisschen Obacht. Ja,
Jetzt kommen die Basketballer-Moves. Moment, Moment, der hat Vorfahrt. Oh! Alle drei, aber drei von vier. Jetzt wird mal zusammengeknüllt, wäre es eins geblieben. Ja. 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 Oh, ich weiß, ich habe jetzt übrigens gesehen, warum das so voll ist, weil es gibt ja die Gutscheine zurzeit wieder. Ach so. Ja. Hab mich auch geärgert, weil ich so dachte mir so, verdammt, ich weiß, was ich vergessen habe. Was denn nochmal diese, welche Gutscheine, die die immer so per Post schicken? Mhm. Ich dachte mir noch so, verdammt, wir haben die auch, ich habe die jetzt vergessen, verdammte Scheiße. Habe ich gesehen, wie einer einen eingegeben hat, ich so, was ist das, bitte lass das Gutes sein. Und jetzt sind das zwei Elfer Chicken McNuggets. Ich so, was hat er denn für Nummer eingegeben, gibt er noch mal einen. Ich so, okay, habe ich mir gemerkt, 211, ich so, bitte habe ich nicht verguckt. Da zwei Elfer Nuggets. Einmal bestellt. Oh, Glück gehabt. Jetzt bist du satt. Du hast ja auch nur vier, drei Hamburger und einen Cheeseburger in nur, sagen wir mal, vier Minuten weggeputzt. Da wäre ich auch satt. Das war eine gute Zeit, ne? Das war eine gute. Ich habe in meiner besten Zeit gerade mal drei Cheeseburger in vier Minuten geschafft. Ja, so Hamburger gehen bei mir wie Butter runter. Die kann ich echt schlucken. Das sieht man. Aber da kennt es mit Schlucken aus. Ja, Essen schlucken. Wie sieht es mit viel Eiweiß aus? Nee, mag ich nicht. Ach, gehst du nicht pumpen? Nee, ich mag lieber die Kohlenhydrate und die. Achso, die Transfette und so, ne? Ich gehe seit neuestem wieder pumpen, ne? Ja, für nix. Nee, nicht so. Das heißt, ich gehe pumpen, ich pumpe wieder. Ich habe da meine Handeln zu Hause. Ja. Ich habe die jetzt mal ein bisschen aufgestockt. So dass man mehr drauf machen kann. Wie viel Kilo? Auf einer jetzt? Ja. 25. Ja, ist gut. Also maximal. Zurzeit trainiere ich noch mit 17,5. Ja, aber das ist auch, wenn du da ein paar Sätze machst, ne? Ja, es also, geht schon gut weg. 20 mal 3. 20 mal 3? Ja. 5. Machst du eben 5 Sätze? Ja. Achso. Ich muss ja 100 Stück pro Tag kommen. Links ist nur ein bisschen schwieriger. Ja, links. Ja, aber wenn man viel Breaks auch macht, zum Beispiel das hier, dann ist. Ich bin ja bald ein. Also das hast du nicht gesehen, ne? Das habe ich natürlich gesehen. Aber ich bin ja eigentlich beidhändig. Das würde ich auch gern beibehalten, aber trotzdem ist es immer noch mit links so ein bisschen schwieriger. Gut, meine Handschrift mit links auch immer noch so ein bisschen klingonisch. Also geht vor allem auch nicht so schnell. Ja, das musst du ja erstmal beeilen und so. Ja, da kommt, ja, wegen dem Finger vor allem. Spürst du mittlerweile aus? Nein. Ist nach wie vor taub, komplett. Was, ja, was heißt taub? Ich merke mittlerweile, wenn der Finger was berührt, aber ich spüre nicht, wie doll ich berühre und was ich berühre. Das zum Beispiel habe ich mir heute Morgen versucht, die Kontaktlinse reinzunehmen. Ja. Weil ich nicht gespürt habe, wo das Auge ist, habe ich mir richtig ins Auge gefasst. Oh. Normal ist es ja nur so ein kleines, mehr nicht, was du da machst. Ja. Aber da habe ich mir richtig ins Auge reingedeutet. Weil ich nicht gemerkt habe. Ja, das ist aua. Da hatte ich erstmal so ein bisschen, War das so Blasen? Ich sehe gerade irgendwas schon, eine Blase oder so. Das ist eine kleine Blase. Ich habe hier richtig Hornhaut hier. Ja, ja, mittlerweile, das kommt jetzt, ja. Hier, da vor allem. Bei mir sind hier diese Zeigefinger, weil ich immer so komisch fahre. Ja, du fährst ja auch wie ein Bescheuerter. Ich habe einmal ein Training in Köln gehabt, ja, bei der Oberligamannschaft. Alle Finger waren am Marsch. Ich habe gerade verstanden, bei der Oma-Liga-Mannschaft. Ja, Opa-Liga, Oberliga. Und, oh ey, ich hatte nie meine Hände so kaputt gehabt. Da. Das hatte ich nach dem Turnier ein bisschen. Aber wir waren alle richtig bis zur Mittelschicht oder wie war es denn? Bis zur unteren Hautschicht meinst du? Ja. Wie so sauempfindlich ist, ne? Ja, das war richtig ekelhaft.
Sack noch nach Hause und dann mich selbst. Wollte ich noch heute irgendwas machen? Zocken vielleicht? Nee, ich wollte heute irgendwas machen. Ach ja, ich wollte mir die ganze Scheiße durchlesen, die ich geschrieben habe und mal gucken, ob ich was verbessern kann. So, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Ja. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo da, ein Like und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und wir sehen uns. Wie geht das nochmal? Dann sag ich mal bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch was. Ciao. Haut da rein.